Herzlich willkommen zurück zu Dead Space 3. Wir sind jetzt auf dem Raumschiff des letzten Bataillons der Erdenregierung. Ja, die von den, wie hießen sie? Unitologen überrannt wurde, genau. Die Eudora, genau. Und irgendwie kann ich mich erinnern, dass wir das letzte Mal doch ein bisschen weiter waren, oder? Oder doch nicht? Nun ja. Auf jeden Okay, Fall würde ich Leute, alle mal jetzt. zuhören. Genau. Vor 13 Tagen haben Agent Eddie Langford und ihr Team einen blinden Vorstoß auf einen unbekannten Planeten gewagt, der ihrer Meinung nach das Geheimnis birgt, wie man diese Marker-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Dann laufen wir mal den Brotkrumen hinterher. Earthgov, Gutes passiert. Ach, ist das nicht eine schöne Propaganda? Geht's denn hier lang? Das ist wohl Warp-Antrieb. Also, was auch immer die hierfür bis hier genannt wird, erinnert mich ziemlich an den Subraum aus Free Space. Hier liegt Munition. Ja, schön. Wo habe ich hier eigentlich den Plasma-Cutter? Nun ja. Reiserucksäcke und so weiter. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir uns die Sachen das letzte Mal schon angehört haben. Die Audiologs und so weiter, aber doch, ich bin mir eigentlich recht sicher. Also gehen wir jetzt. Eigentlich waren wir schon in der Zwischensequenz durch. Aber wir schauen es uns halt nochmal an. 15 Sekunden bis zum Ziel. Standby bis zum D-Shop. Okay, Leute, wir fliegen blind rein. Bleiben Sie strikt auf Ausgangsvektor. Rose, der Countdown. Austrittsbarke gesichert. D-Shock in 5, 4, 3, 2. Eins. Was zum Henker ist das? Ein Mond. So die Reste davon. Raus! Ich seh's! Himmel, das ist der reinste Schrottplatz. Wohl eher ein Friedhof. Irgendeine Spur von Ellis Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte Ellie sein. Hoffen wir es. Okay, Rosen, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter, sind das Barken? Moment. Nein. Mina! Rosen, bringen Sie uns hier raus! Kollisionsladung! Am Hauptsektor bedenken! Geht nicht! Okay, runter von der Brücke ist eine gute Idee, denn wir wollen ja nicht ins Vakuum gezogen werden. Electronical Virtual Assistant. Zumindest kenne ich das noch so aus Command & Conquer. Oh, scheiße. Das ist ganz schlecht, wenn das der Computer von alleine macht. Oh. Oh, oh. Diese Risse in den Fenstern sind nicht sehr schön. Lauf, Isaac! Und nicht sterben!
Mich blinkt da so ein Lebensbalken an. Bumm, Krach, Shepard. Oh. Wie war das mit dem... Der Raum ist verschlossen. Und jetzt? Ich werde versuchen, ihn von hier aus loszulösen. Vakuum? Also wir haben ja einen gewissen Innendruck in unserem Körper und... Aber im Weltall gibt es ja keinen Gegendruck. Und eigentlich müsste man doch dann... Wie war das nochmal? Platzend? Naja. Egal. Oh, was haben wir denn hier? Ach, genau, da drin sind jetzt die Überlebenden. Ich muss jetzt nur schauen, ich habe jetzt auch nur noch 190 Sekunden Zeit. Danger? Ah, ich habe jetzt schon markiert. Ja, genau. Halterung, ah. Okay. Was muss ich da jetzt machen? Ausklinken, ja. Oh. Da geht unsere Mitfahrgelegenheit dahin. Ach ja, der Freiflug durchs All. Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann Sie fast erreichen. Nur Minen. Nicht nur Minen, sondern auch Trümmerteile, die Matschi-Matschi machen. Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann Sie fast erreichen. Minen! Minen! Oh, der Raum ist von der Mine getroffen worden. Oh Gott, wie ich diese Stelle hasse. Weiß gar nicht, ich hab mich... Wo sind Sie? Ich komme. Halten Sie durch. Das schon mit Maitre aufgenommen? Also ich weiß, dass ich mal mit einer Kuppe gespielt habe. Ich weiß noch nicht mit wem. Wow, 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 die Jungs da vorne sind gerade auch ganz schön durchgeschüttelt worden. Heilige Scheiße, ist das ein Trümmerteil, das auf uns zukommt. SC Sovereign Colonies. Hey, Vorsicht, okay. Vorsicht, ich kann nicht drum rumsteuern, dann brechen sie eben durch. Oh nein. Bitte was? Oh nein. Also ich bin nicht durchgebrochen, ich bin zermatscht. Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann Sie fast erreichen. Nur Minen! Minen! Ja, wir wissen, dass da Minen sind. Ich bin gerade etwas konzentriert, hier nicht zu Matsche verarbeitet zu werden. Oh. Die Steuerung ist aber ziemlich komisch. Fühlt sich überhaupt nicht so an, als wenn man hier wirklich fliegen würde. Sondern eher an diesen alten... Diese uralten Spiele, wo man eben... Dinge ausweichen musste, die auf einen zufliegen. Genauso fühlt sich das an. Das kann ich mal wieder nennen. Hey, Vorsicht, ich kann nicht drum rumsteuern. Dann brechen sie eben durch. Oh nein, oh nein. Und ich versuche es mal da hinten dran zu bleiben, sonst werde ich auch Matsche. Sie, es ist Luft an Bord. Alles SOS kommt irgendwo von drin. Ich hoffe es also. So, da ich jetzt nicht mehr genau weiß, ab wann wir gemeinsam aufgenommen haben. Es war aber, dass wir auf einer Plattform von einem Raumschiff standen. Also müsste jetzt eigentlich demnächst kommen. Denke ich mal, ich mache hier gleich mal einen Cut und schaue mir das nochmal an, wann wir hier die Aufnahme
zusammen gestartet haben. Offenbar ist hier kompletter Stromausfall. Die Frachtluken können wir so nicht aktivieren. Ich glaube, da ist ein manueller Hebel an der anderen Tür. Sehen Sie? Ja, ah, da. Ja. Mal sehen, ob ich reinkomme. So, unser kleiner Ausflug im Weltall ist vorbei, vorerst. Und noch bin ich alleine, aber demnächst hoffentlich nicht mehr. Okay, hier ist Luft und Staub. Irgendeine Spur von Ellie? Nein. Sieht aus, als wäre ich seit langem der Erste hier. Ich versuche, die Frachtluken zu öffnen. Augenblick. Ich glaube, hier haben wir schon aufgenommen. Deswegen mache ich jetzt mal einen Cut und wir sehen uns das nächste Mal dann zusammen mit My Drillor Iron Fist, sofern ich mich nicht täusche. Tschüss.